getestet. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Wir spielen heute wieder in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit SV Sandhausen. Hier seht ihr auch direkt mal die Aufstellung von Sandhausen mit Dragowski, Jürgensen, Rosbach, Limke, Silvester, Tielemans, Jakovlevic, Meier, Dybala, Röse und Depay. Dort noch die Fans, die Fankurve von Bayer Leverkusen. Und sofort seht ihr auch die Leverkusener Aufstellung mit Wendel, Toprak, Papadopoulos, Hilbert, Fährmann, Bender, Kramer, Memedi, Kampel und so weiter. Hier seht ihr schon die erste Chance in der 7. Minute von Jakovlevic. Er zieht rein, schießt und der ist leicht drüber. Torwart hat nicht mehr berührt. Hätten schon das Tor geben können, aber der, wie man sieht, ist ganz leicht verzogen gewesen. Röser im Ballbesitz zu Dybala. Dybala ganz alleine zieht rein, bringt die Flanke. Ah, geklärt. Papadopoulos. Da ist Meier. Meier zu Röser. Röser schießt und der ist drin. In den Winkel. Schönes 1:0. Dafür muss man sich eigentlich nicht schämen. Aber das war echt ein schönes Tor. Hier von Meier den Ball abgeluchst. Röser schießt. Fährmann kann da nichts machen. Wunderschön, dreht sich noch in den Winkel rein. Gut gemacht. Chicharito und Kampel. Hilbert schießt und der, boah, Dragowski haut ihn weg, als gäbe es kein Morgen mehr. Wunderschöner Schuss, aber Dragowski faustet den Ball weg. Wunderschön. Ecke. Der ist geklärt und es geht sofort in die andere Richtung. Röser zu Dybala. Dybala läuft. Denn der hat richtig viel Platz. Der wieder zu Röser. Der legt drüber. Der schießt und der ist drin. Memphis schön vollendet. Da kann er sich schön mal selber feiern. Dybala, schöner Pass zu Röser und der ist schlau und legt zu Memphis ab und der zieht auch mit links mal so ein Ding ab. Wunderbar. Wunderbärchen. Wendell. Oh, verliert den Ball an Dybala. Dybala. Flanke, Kopfball. Ah, doch nicht. Eine schlechte Flanke, aber Eckball kommt hinterher. Tielemans erobert den Ball mit Memphis. Röser. Röser. In die Mitte. Nochmal. Und der schießt und der ist drin. 66. Minute. 3:0 von Dybala. Wunderbar gemacht. Schön weitergeleitet in den offenen Raum. Von Tielemans zu Röser. Röser dreht sich um. Und Jakovlevic spielt hin zu Dybala und der schiebt ganz locker lässig einfach mit Vollspann in die Ecke rein. Wunderbar. Da ist der Torwart auch eigentlich machbar. Fährmann stößt ab. Abpfiff 3:0. War ein gutes Spiel. Ich verabschiede mich hiermit. Ihr könnt ja Kommentar, Bewertung und alles da lassen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.